Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro and Future zum nächsten Teil, zum zweiten Teil Zack McCracken. Wir haben ja uns das Intro letztes Mal angeschaut, dann haben wir das Schlafzimmer durchforstet. Wir haben uns auch dem Fernseher gewidmet, wo wir die Sendung gesehen haben mit der Annie, die Artefakte sucht. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir an irgendwelche Artefakte rankommen. Und dafür müssen wir natürlich jetzt mal das Haus verlassen. Also ich würde sagen, legen wir los. Dann stiefeln wir mal raus nach San Francisco. Wir kommen. Der Kühlschrank ist noch offen. Ah, sehr vorbildlich. Ah, genau, wenn wir den Fernseher angelassen hätten, hätte er sogar auch den Fernseher noch ausgemacht. Also, ihr seht, auch in den 80ern wurde natürlich auch schon Strom gespart, auch wenn natürlich der Kühlschrank wahrscheinlich 10-mal so viel Strom gebraucht hat wie heute. So, ich bin jetzt wirklich heiß drauf. Ihr wisst ja, ich habe das 27 Jahre oder 28 Jahre nicht mehr gespielt. Jetzt mal gucken, wie weit wir noch ohne Hilfe kommen, aber ich bin optimistisch, dass wir da durchaus noch ein gutes Stück vorankommen. Die Aktion natürlich immer hier links. Ich habe es geliebt mit der Bäckerei. Jetzt machen wir hier mal. Drücke, Klingel. Daran erinnere ich mich noch, ja. Damals eigentlich immer die erste Aktion gewesen, ja, wenn man das Haus verlassen hat. Es ist geschlossen und wir haben sowieso kein frisches Brot mehr. Okay. Aber das ist uns egal. Ding dong. Hören Sie zu. Sie würden das Brot, das übrig ist, nicht haben wollen. Gehen Sie. Hört sich schon so ein bisschen an wie eine Drohung. Dann machen wir das nochmal. Drücken wir mal hier. Ich denke, jetzt dürfte er endgültig sauer sein. Okay, Sie wollten es ja so. Batz. Schön den Beton durchschlagen. Sieht eher aus wie so eine riesige Keule, oder? Aber nehmen wir natürlich mit. Und ich weiß auch noch, was wir mit dem machen müssen. Wir müssen später in der Küche, glaube ich, das Rohr aufmachen mit dem Werkzeug und müssen dann daraus Brotsamen machen. Oder Brotkrumen. Ja. So. Und jetzt, wie war denn das? Jetzt müssen wir... Können wir die Telefonrechnung schon hier reinmachen? Das war nämlich was, was ich nie verstanden habe. Er ist verschlossen. Benutze kleiner Schlüssel mit Briefkasten. Und zwar in den USA wird wohl Post auch zu Hause abgeholt. Das war für mich total unlogisch damals, die Telefonrechnung, die wir, glaube ich, hier verschicken müssen, in den Briefkasten zu machen. Benutze natürlich Telefonrechnung mit Briefkasten. Ich kann das nicht verschicken. Ah, dann doch nicht. Dann war das irgendwas anderes, was wir da verschicken müssen. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall in den Briefkasten machen und das wird dann abgeholt. Aber was das war, weiß ich nicht mehr. Das ist das Ticket nach Seattle, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal an den Flughafen und nach Seattle. Oder sollen wir noch die Telefonrechnung bezahlen, versuchen da drin? Könnte man eigentlich noch machen, oder? Gehen wir mal zurück. Bezahlen wir schnell unsere Telefonrechnung. Öffne Tür. Weil hier ist ja die Telefongesellschaft drin. Zack. Und wenn ich mich richtig erinnere jetzt, dann müssen wir dem die Telefonrechnung geben und dann das mit unserer Cashcard bezahlen. So rum war's. Aber irgendwas war auch mit dem... Briefkasten. Okay, dann machen wir mal, gebt Telefonrechnung an. Vertreter. Ja, den kennen wir doch. Den haben wir vorher gesehen. Das ist also einer der Aliens. Sie schulden uns 1138 Dollar. Rufen Sie auf dem Mars an. Gute Anspielung. Cashcard bitte. Nächstes Mal zahlen Sie etwas schneller. Hey, mal langsam. War doch noch gut in der Zeit, würde ich sagen. Gut, dann nehmen wir die Bewerbung. Was ist das für eine Bewerbung? Dumm-di-dumm. Der King Fan Club. Zögere nicht, trete heute noch bei. Ah ja, okay. Dann war wahrscheinlich das
das, was wir in den Briefkasten stecken müssen. Bis bald. Dann können wir das eigentlich gleich machen und dann gehen wir endlich an den Flughafen und fliegen nach Seattle. Also auf sowas bin ich damals echt nicht gekommen, irgendwas hier in diesen Briefkasten reinzustopfen, weil warum sollte ich etwas in meinen eigenen Briefkasten reinmachen? Jetzt müssen wir, glaube ich, die Bewerbung erstmal unterschreiben, oder schätze ich mal, mit dem gelben Buntstift. Jetzt ist es komplett ausgefüllt und das Porto ist im Voraus bezahlt. Na perfekt. In dem Fall benutze Bewerbung mit Briefkasten. Und dann geht die nachher weg und dann kriegen wir irgendwie eine. Ja, eine Bestätigung wahrscheinlich, dass wir in diesem Elvis Presley King Club drin sind und das wird uns wahrscheinlich irgendwo helfen, weil ja die Aliens auch King-Fans sind. So, ja. Und das ist natürlich auch, ja, absolut kultig hier. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann man eigentlich auch mit dem Brot das machen. Also man kann, glaube ich, mit dem Buttermesser dagegen klopfen. Ich weiß nicht, ob man es mit dem Brot auch machen kann. Aber das Coolste ist natürlich das hier, benutze Dröte. Und ich glaube, ich kenne den Sound noch. Ja. Das ist das einzige Lied, das ich kenne. Hey, warum wecken Sie mich auf? Ach so, Sie wollen zum Flughafen. Jupp. Jetzt müssen wir noch mit unserer Cashkarte zahlen. Also ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da habe ich nicht mal die Cashcard gefunden. Und dann stand ich immer schon hier in diesem Bus drin und konnte nicht bezahlen. Das war's dann schon, ja. Aber so weit sind wir natürlich schon. Das können wir. Okay, auf geht's. Gut, jetzt sind wir am Flughafen. Am Flughafen, das weiß ich auch noch, da gab es immer Zeitungen, wo man. Ja, irgendwelche Headlines lesen konnte. Und das machen wir natürlich auch immer schön, wenn wir am Flughafen vorbeikommen. Guckt mal immer. Oh. Irgendwas war mit dem auch, ja. Lesen wir schnell die Zeitung. Studenten entdecken Riesengesicht auf dem Mars. Okay. Also man sieht es auch schon, wenn ich rumlaufe, wie das ein bisschen anfängt, ja, zu laggen und nicht mehr so flüssig zu laufen. Willst du ein Buch über die Erleuchtung? Ja klar, gib her. Gebe ich dir meine Cashcard wahrscheinlich, ja? Muss er bezahlen. Das kostet 42 Dollar. Boah, okay. War damals aber ein stolzer Preis, ne? Aber für irgendwas brauchen wir das. Auf dass du wahre Erleuchtung findest. Ja, das hoffe ich auch. Erleuchtung, vielleicht können wir damit auch irgendwo Licht machen. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Okay, du Haya Krishna, dann gehe ich mal weiter. Es leckt wieder schön, ja. Ja, da merkt man einfach, da hat man wirklich alles rausgeholt aus dem 64er damals, ja. Mit verschiedensten, ja, Bewegungen hier, verteilt im ganzen Bildschirm und so. Und dann kam er eben schon ab und zu mal, ja, in Schwitzen, sage ich mal, mit seinen. Ich glaube, der hat ja nur 0,9 irgendwas Megahertz oder waren es 1,09, irgendwie sowas. Auf jeden Fall um die 1 Megahertz. Und dafür ist natürlich krass, was sie rausgeholt haben, ja. Sie sind spät dran. Ich zeige Ihnen Ihren Platz. Oh ja, die war ja sehr freundlich. Ja, dann zeig mir mal meinen Platz. Hier ist Ihr Platz. Gut, Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie haben diesen Vortrag schon gehört. Ich mache es kurz. Bei einer zu erwartenden Wasserlandung, zu erwartenden Wasserlandung, gut, können Sie Ihr Sitzkissen als Schwimmhilfe benutzen. Finde ich gut. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke. Wahrscheinlich. Ah, das macht doch Spaß, wenn man damit fliegt. Da kriegt man Vertrauen. Genießen Sie den Flug. Ich werde das jedenfalls nicht. Boah, okay. Freundlichkeit ist anders, aber na dann. So, macht ihr die Tür zu und dann geht's los. Seattle, wir kommen. So, was machst du jetzt? Hier ist ihr Essen. Oh, gibt's sogar was zu essen. Was gab's? Boah, Erdnüsse. Okay, alles klar. So, und jetzt erinnere ich mich noch, man kann das Sitzkissen nehmen.
Hey, Sie, oh. Das dürfen Sie nicht tun. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Jawohl. Ich sollte sagen, dass sie keinen Arm hat, weil der Arm die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund. Jetzt bleiben Sie hier. Okay. Gut. In dem Fall müssen wir sie wohl etwas länger ablenken. Und das ist auch noch was, wo ich mich dran erinnere, wie das funktioniert. Gehen wir erstmal in die Toilette, weil das ist der einzigste Raum, wo wir was ungestört tun können. Und hier müssen wir jetzt erstmal das Toilettenpapier mit dem Klo benutzen. Das klappt so nicht. Okay, weiß ich es doch nicht mehr. Toilettenpapier mit Toilette. Das klappt so nicht. Mit Spüle. Kann man die anklicken, ja. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Ah, sehr gut. Sehr schön. Dann in dem Fall schalte ein Spüle. Gleich läuft's über. Ich weiß gar nicht, muss ich die jetzt rufen oder nicht? Drück mal einfach mal, brauche eine Hilfe. Sonst gäbe es den Rufknopf wahrscheinlich auch nicht. So, und tschüss. La 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 la. Okay, jetzt musste sich erstmal aufregen. Oh nein, was für eine Schweinerei. Nimm Sitzkissen. Sabotierte Spülung stranguliert schreiende Stewardess. Gute Headline, ja. Nimm lieber das Sitzkissen, komm, bevor die kommt. Jawohl. Und da ist was rausgefallen. Ein Feuerzeug. Und mit dir hätten wir das Feuerzeug nicht, würden wir also in Seattle gar nicht weiterkommen, weil da müssen wir ein Feuer machen in der Höhle. Okay, und jetzt gehen wir hier rein und wir öffnen die Mikro, weil wir müssen die jetzt noch ein bisschen länger ablenken. Wir benutzen das Ei mit der Mikro. Und wir alle wissen, was passiert mit dem Ei in dem Mikro, wenn man es einschält. Komm schnell raus, ich glaube, die kommt nämlich schon. Schnell zum Sitz. So, jetzt sehen wir es gar nicht. Hat geklappt. Nein, wer war das? Okay. So, und jetzt können wir nicht hier oben auch noch durchsuchen. Weil es muss hier irgendwo noch eine Sauerstoffflasche, glaube ich, drin sein. Und es war, glaube ich, immer im logischerweise letzten Schrank. Und das geht eben nicht, wenn man sie nur im Bad beschäftigt, weil dann kommt sie raus und meckert mit einem rum. Man muss natürlich auch noch das mit dem Ei machen, damit sie abgelenkt ist. Oh, was für eine Schweinerei. Nimm Sauerstofftank. Okay. Und jetzt muss ich mich wieder hinsetzen, oder? Was für eine Schweinerei. Habe ich noch nicht alles? Waren Sie das? Hinsetzen. Na, die ist freundlich. Ich glaube aber, ich habe jetzt alles, oder? Können wir mal rumlaufen, aber ich glaube schon, wir haben die Sauerstoffflasche, wir haben das Feuerzeug, das Sitzkissen. Ich weiß gar nicht, ob er das Sitzkissen mitgenommen hat. Ja, hat er. Und im Bad gibt es eigentlich auch nichts mehr. Müsste eigentlich der Flug beendet sein. Oder es geht natürlich eine Zeit. Und wenn man in der Zeit halt die Rätsel nicht gelöst hat, bricht er den Flug ab. Das kann natürlich auch sein. Deswegen, ich glaube, wir setzen uns einfach nochmal hin und warten mal. Ist natürlich die Frage, wie lange wir jetzt warten müssen. Falls es länger dauert, machen wir das Ganze hier mit Zeitraffer. Was für eine Schweinerei. Die putzt jetzt hier noch ganz schön lange, ne? Die muss ich auch denken, er steht da zwischendrin und guckt mir zu. Was für eine Schweinerei. Okay. Aber ich wüsste nicht, was man jetzt hier noch machen müsste. Weißt du, kann man vielleicht das Klopapier mitnehmen? Das könnte man vielleicht ganz gut nehmen zum Anzünden vom Feuer.
Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. So, gehen wir mal da rein. Nimm Toilettenpapier. Ja, kann man sogar mitnehmen, cool. Okay, was für eine Schweinerei. Oh, die hat aber auch hier, hm? Schöne Haare. Oh, da war das Zeichner großzügig, ne, bei der Silhouette. Ah, und was hat er hier eigentlich? Der hat eine Zeitung und der? Hat er einen Koffer neben sich stehen oder was? Und hier ist eine ältere Dame. Okay. Aber es müsste doch eigentlich vorbei sein. Okay. Falls es noch länger geht hier, dann machen wir mal Zeitraffer rein. Und dann sehen wir uns in Seattle. Oh, jetzt passiert was, wir landen. Wir werden gleich landen. Machen Sie sich zum Aussteigen bereit. Juhu, wir sind da. Es war eine Freude, Sie an Bord zu haben. Einen schönen Tag noch. Okay. Ja. Sehr schön, jetzt sind wir also in Seattle. Und auch da kenne ich mich noch relativ gut aus, glaube ich mal. Wenn ich mich richtig erinnere, sahen die Flughäfen auch immer unterschiedlich aus, oder? Ah, weil das sieht es hier, glaube ich, gleich aus. Inzwischen im Geheimzimmer. Jetzt kommt's. Oh baby, I'm a childhood dog loving meat tenderism rocker in my blue suit. What the hell? Er sollte wirklich mal auf der Maschine weggehen. Und was machst du gerade, bitteschön? Ich verehre den King. Ah, das steht ja auch der hinten im King. Hör sofort damit auf. Dein Auftrag ist, die Maschine zu bewachen, nicht wie ein Idiot zu tanzen. Ah, das sollte tanzen sein, okay. Sah mir eher so wie panisch hin und her laufen aus. Verzeihung. Es gibt immer noch eine Chance. Eine sehr, sehr kleine Chance. Dass jemand das skolarische Gerät entdeckt und aktiviert. Das müsste also das mit den drei Kristallen sein, denke ich mal. Das wäre das Einzige, das uns stoppt. Natürlich haben wir bald alles unter Kontrolle und machen uns keine Sorgen. Na dann. Aber bis dahin. Mach gefälligst deine Arbeit. Richtig so. Wie du befiehlst, Boss. Bis bald. Jetzt geht er wieder ab, oder? Okay, alles klar. Das werde ich jetzt mal nicht vorlesen, das ist ja nur noch irgendwie hier ein Durcheinander. Mhm. Gut, aber er hat Spaß, das ist wichtig. Also ich denke, die Maschine tut ihm gut. Der entwickelt sich da prächtig weiter. So. Gucken, was die Zeitung hier so anbietet. Studenten entdecken Riesengesicht auf dem Mars. Okay, also auch hier ist die Nachricht gleich. Dann geht's raus zum Mount Rainier. Oder Rainier, I don't know. Wie auch immer das Ding heißt. Genau, wenn wir jetzt mal hier hinlaufen. Kriegen wir gleich Ärger vom zweiköpfigen Eichhörnchen. Da ist das zweiköpfige Eichhörnchen. Lass mal nachdenken, was wäre eine gute Schlagzeile? Wie wäre es mit zweiköpfiges Eichhörnchen greift Boulevardreporter an? Ah, ist ein bisschen Angst, ne? Okay, also. Vielleicht
Zweiköpfiges Eichhörnchen verschlingt ganz Seattle und Tacoma. Auch nicht schlecht. Geheimer Boulevardreporter macht zweiköpfiges Eichhörnchen zum Monster. Da könnten natürlich auch passen, ja. Ich hasse diesen Beruf. Okay, alles klar. Ich muss sagen, ich bin jetzt doch hier echt erstaunt von der Einfachheit der Grafik. So habe ich es echt nicht mehr in Erinnerung. Ja, aber wenn man natürlich nur, ich glaube, 16 Farben zur Verfügung hat, dann muss man damit natürlich schon haushalten, ja. Gut. Also wir haben jetzt hier einen Berg, loser Dreck. Bissiges Eichhörnchen, schnell weg hier. Und ich weiß noch, wir haben hier einen Ast. Den Ast können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und mit dem Ast könnten wir jetzt auch das Eichhörnchen natürlich totschlagen. Oder wir geben ihm was zu essen und dann lässt uns in Ruhe. Ich glaube, wir sind heute mal ein guter Zack und wir geben die Erdnüsse an das Eichhörnchen. Und dann verkrümelt sich das in seiner Höhle und wir können da reingehen. Es nahm die Erdnüsse und verschwand. Okay. Und auch hier haben wir jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten, das weiß ich auch noch, den Dreck hier wegzuräumen. Aber das Sinnvollste ist wohl, man nimmt das Buttermesser, weil das verformt sich dann. Und was man dann damit tun kann, das werden wir dann später sehen. Ich denke, viele von euch werden es wissen, manche auch nicht. Aber das ist wichtig, dass man das mit dem Buttermesser macht, weil damit bekommen wir nachher was, was wir durchaus dringend brauchen. Geht, glaube ich, auch ohne, aber so ist, glaube ich, einfacher. Nach einer anstrengenden Graberei. Boah, das hat aber sauber gemacht. Uff, das war eine Menge Arbeit. Sieht aber sauber aus. Dann gehen wir mal da rein. Und wenn ich mich richtig erinnere, müsste jetzt alles dunkel sein. Und hätten wir jetzt das Feuerzeug nicht, wären wir komplett im Eimer. Denn ich glaube, man findet hier nichts. Hier sind nämlich schon ein paar Sachen, die man anklicken kann. Aber ohne Feuer oder ohne Licht kann man eben gar nichts sehen. Und deswegen müssen wir es machen. Schalte ein. Feuerzeug. So, und jetzt können wir suchen. Also es gibt hier... Hier ist jetzt, glaube ich, das Eichhörnchen drin mit seinem Nest. Ne, hier. Hier ist das Nest zum Eichhörnchen. Dann haben wir hier unten eine Feuerstelle. Genau. Und wir haben hier oben irgendwo ein Nest. Und an das Nest kommen wir, glaube ich, nur mit dem Ast ran. Benutze. Probieren wir mal. Nimm. Ich glaube, das geht nicht. Altes Vogelnest. Ich komme nicht ran, genau. Wir könnten jetzt natürlich das Eichhörnchen doch totschlagen. Wir könnten sein Nest nehmen. Oder wir sind eben ein ganz guter Zack. Und machen benutze Ast mit Vogelnest. Jawohl, jetzt haben wir das Vogelnest. Das weiß ich noch, ja. Unglaublich, was man noch alles weiß nach so vielen Jahren. So, und jetzt benutzen wir das Vogelnest zum Anzünden in der Feuerstelle. Wir benutzen den Ast mit dem Nest. Das haben wir also im Endeffekt eine schöne Grundlage für ein Feuer. Aua, das Feuerzeug ist so heiß. Okay, und jetzt benutzen wir das Feuerzeug mit Nest und Ast. Bam. Hier sind wir in der Höhle in Seattle. Und wenn wir jetzt hinlaufen, das Eichhörnchen müsste eigentlich noch da sein, oder? Ja. Jetzt sieht man es aber auch schön von vorne. Eigentlich ganz süß, oder? Okay, gut. So, dann haben wir hier seltsame Zeichnungen. Seltsame Zeichnung. Oh, es ist Feuer größer geworden gerade, kann es sein? Ja, und das Nest ist verbrannt. Das ist natürlich auch cool gemacht, ja, dass am Anfang das Nest noch da war, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ist es verbrannt und es hat im Endeffekt nur noch den Asch und das Feuer ist größer. Schön gemacht. Für damalige Zeit einfach klasse, hey. Das ist wirklich toll. Also nochmal Lies. Seltsame Zeichnung. Sieht aus wie eine halbfertige Zeichnung aus gelben Punkten. Ja, gelb können wir ja. Benutze... Gelber Buntstift. Wir verbinden einfach mal alles, ja. Ich verbinde mal die Punkte, lalala. Ich weiß gar nicht, ob das Feuer irgendwann mal ausgehen würde, nach 10 Minuten oder Viertelstunde, kein Plan. So, jetzt gehen wir hier rein. Und da bin ich damals auch lang gehangen. Also ich bin, bis hier bin ich oft gekommen, oder ja, immer wieder mal. Aber ich wusste dann eben nicht, wie bekomme ich diesen Diamanten, oder diesen blauen Kristall hier, aus der Halterung. Es ist im Sockel eingeschlossen. Deswegen habe ich euch am Anfang vom Video
oder im letzten Video darauf hingewiesen, dass ja der Fernseher einen Sensor hat. Und das ist natürlich jetzt hier auch die Lösung. Also man muss im Endeffekt die Fernbedienung benutzen und dann haben wir den Diamanten. Hab wohl das richtige Programm erwischt, ja. Sieht so aus. Also es gibt ja, glaube ich, drei Diamanten. Es gibt ja den blauen, den gelben und ich weiß noch, war der weiße andere. Und jeder Diamant kann was. Ich weiß nur nicht mehr, was die Diamanten können. Das sieht wie ein Artefakt aus. Also ganz klarer Hinweis für jeden, der das spielt, was er denn jetzt mit diesem ja, Kristall machen soll. Wir müssen es also zu der Annie bringen, weil die Annie sucht ja Artefakte und so bekommen wir dann im Endeffekt Kontakt zu Annie und können dann auch die Annie steuern. Ja, und dann auch mit der ja, ins Spiel mit eingreifen und dann später auch mit den Damen auf dem Mars. Also zurück zum Flughafen. Und dann hier Ausgang zum Flugzeug. Achso, man braucht erstmal ein Ticket. Mal gucken, was passiert. Ich brauche zuerst ein Ticket, okay. Benutze Ticketautomat. Ah, und jetzt erinnere ich mich auch noch an was. Das war natürlich ganz schön tricky. Wenn man zum Beispiel jetzt nach London fliegen will oder was weiß ich wohin, dann ging das nicht von allen Flughäfen. Und das war immer gefährlich, weil wenn man dann hier einfach wild in der Gegend rumgeflogen ist, weil man zum Beispiel nach London wollte, man wusste nicht genau, von welchem Flughafen man dann hinkommt, hat man irgendwann kein Geld mehr gehabt. Also ist auch ganz gefährlich. Aber wir müssen jetzt nach San Francisco. $260 ist fair, okay. Und dann gehen wir raus. Einen angenehmen Flug später. Also er überspringt jetzt auch die Sequenz, weil wir haben da eigentlich alles gemacht und haben aber eben das Feuerzeug und so nicht gefunden. Und die ganzen wichtigen Sachen, dann hat er einen eben wieder in dieses ja, in das Flugzeug gebracht. Und dann konnte man da sich eben nochmal versuchen. Okay, dann machen wir nochmal Lease Zeitungsautomat, ob es was Neues gibt. Und? Zweiköpfiges Eichhörnchen auf Amoklauf im Nordwesten. Okay, alles klar. Ist ja gut, dass wir es leben lassen haben, ja. Okay, also jetzt fahren wir mal zurück nach San Francisco. Und auch schön hier gemacht, ja, dass man im Endeffekt ankommt, man hat dann dieses Busgeräusch, das Öffnen der Tür und man läuft eben raus, zack, und er schläft wieder, ja. Man hätte es natürlich auch einfach machen können, einfach hier, zack, hier stehen wir, aber nee, haben sie cool gemacht. Ja. Alles so Kleinigkeiten, finde ich, die man damals vielleicht gar nicht so berücksichtigt hat, aber heute schätzt man das wirklich, wenn man zurückdenkt, was für eine Leistung der Computer hatte und was sie da wirklich rausgeholt haben und auch mit was für einer Liebe sie das gemacht haben, ja. Also wirklich cool. So, hier haben wir den Laden, genau. Da können wir eigentlich mal kurz reingehen. Öffne Tür. Jetzt kaufen wir nämlich gleich mal alles, weil ich meine, wir müssen nachher auch der Annie noch was geben. Kauf Gitarre. Ich würde gerne das da kaufen. Kommen Sie hier rüber. Das macht $139, bitte. Okay. Hier ist meine Cashcard. Also was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist der Anzug. Das weiß ich noch. Den brauchen wir später, glaube ich, für den Mars. Wir brauchen natürlich auch die Sonnenbrille. Die Nasenbrille. Weil damit können wir. Mit der Nasenbrille zusammen mit dem Hut können wir ja uns als Alien ausgeben sozusagen und können uns da auch frei bewegen. Die Gitarre brauchen wir, glaube ich, für nichts, bin mir nicht ganz sicher. Den Werkzeugkoffer wird man brauchen. Da ist Werkzeug drin. Und das brauchen wir, glaube ich, sogar mehrmals, das Werkzeug. Okay, dann kaufen wir den Anzug. Ne, der ist nicht. Das ist der Taucheranzug. Play Lotto. Jetzt kommt mir gerade was. Irgendwoher kriegt man die Lottozahlen für morgen, um dann hier Lotto zu spielen und ein Heidengeld zu verdienen. Das man, glaube ich, braucht für die Flüge.
Ah, es kommt Stück für Stück zurück. Okay, Kauf, Golfschläger. Kaufen wir den Werkzeugkasten, den brauchen wir natürlich. Gut. Und dann noch der Hut. Und dann müssen wir eigentlich alles haben. Lotto-Spiel macht keinen Sinn, weil nur einfach so auf Glück tippen, das bringt nichts. Okay, ich würde gerne das hier kaufen. Gut, haben wir das auch. Kommen Sie hier rüber. So, und jetzt haben wir wirklich den ganzen Laden hier leergeräumt. Und mehr können wir jetzt eigentlich gar nicht machen hier, glaube ich. Okay, super, klasse. Dann nichts wie raus hier und da würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter nach rechts und gucken wir mal bei der Annie vorbei. Aber vorher würde ich gerne noch was anderes machen, was mir gerade noch in den Sinn kommt, wenn ich jetzt den Werkzeugkoffer gesehen habe. Und zwar, das ist das hier. Man kann diese große Haarnadel klauen. Und zwar dafür müssen wir erstmal machen, öffne Werkzeugkasten. Und da müssen wir eine Schere drin haben. Zack! Drahtschere. Benutze Drahtschere mit Haarnadel. Okay, er packt sie gleich ein, sehr gut. Und jetzt machen wir noch Benutze. Wo ist der Diamant? Blauer Kristall mit Schlitz. Jetzt können wir weglaufen, aber die schnappt das, glaube ich, sowieso. Tschüss. Oder doch nicht? Doch, jetzt kommt sie. Hey, du! Wo hast du dieses Artefakt her? Vergiss das Artefakt, du bist die Frau aus meinem Traum. Bisschen billig. Was für eine Anmache, ja. Aber echt. Warte mal, ich hatte auch einen Traum. Da war ein seltsamer Mann. Auch toll, wenn man als seltsamer Mann be bezeichnet wird. Ne? Das warst du. Komm mit. Na also. So einfach kommen wir bei der Dame hier in die Wohnung. Ne? Mit einem Kristall. Okay, super. Jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Meine zwei Freunde und ich hatten seltsame Träume von Außerirdischen. Sie erzählten uns von dir. Hört mit dem Unsinn auf. Ich sehe, du bist skeptisch, aber das wird sich bald ändern. In dem Traum sahen wir alle ein seltsames Gerät, das wir bauen sollten. Ah ja, das ist. Hier ist eine Zeichnung. Hey, das kenne ich. Der blaue Kristall, den du da hast, ist ein Teil dieses Geräts. Hier ist ein anderes Teil. Hier. Wenn er ganz ist, kannst du mit diesem Kristall zu meinen Freunden zum Mars. Ah, stimmt, das war ein kaputter Kristall. Also der gelbe ist zum Teleportieren, gut. Aber gehe nicht ohne Weltraumanzug. Weltraumanzug? Ach, hier hast du das Artefakt zurück. Okay, das heißt, wir haben den blauen und wir haben den kaputten gelben. Von nun an werden wir unser Wissen durch unsere Träume teilen. Sehr romantisch.
Sei vorsichtig. Wenn einer von uns etwas zustößt, haben wir keine Chance mehr. Okay. Wechsle. Also jetzt haben wir eine neue Funktion bekommen. Wechsle. Okay, dann würde ich sagen, dann wechseln wir mal zur Annie. Und das weiß ich auch noch. Wir ziehen mal an dieser Unterlage hier und da liegt nämlich unsere Cash Card. Mal gucken, wie viel Geld die hat. 5.405 Dollar. Okay, relativ viel, aber ich glaube, wenn wir halt ein paar Mal rumreisen müssen, dann wird das relativ eng. Deswegen wechseln wir es nochmal zum Zack. Und der gibt der Annie auf jeden Fall mal 'Hallo?' Ah, da war's. Verbogenes Messer. Und wir geben ihr, glaube ich, auch noch die Gitarre, wenn wir die gekauft haben. Ja, weil die brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Und das sind zwei Sachen, das kann die Annie jetzt. Nein, nicht an Bücher. Gib Gitarre an Annie. Das kann die Annie nämlich verkaufen beim Pfandleiher und bekommt dann dafür Geld. Und das Geld braucht sie eben, um auch reisen zu können. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, dann schnappen wir mal kurz die Annie und gucken wir mal, was wir denn für die Produkte da im Pfandleiher bekommen, ob der uns einen guten Preis bezahlt. Hoch ohne Laden, sehr cool. Öffne die Tür. Geh rein da. Zack. Okay, dann geben wir dem Pfandleiher, verkaufe Gitarre. Der hat sich auch denken, hier habe ich gerade eben verkauft. Sie müssen zum Verkaufsfenster. Okay. Verkaufe Gitarre. Ich würde Ihnen das hier verkaufen. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Er sagt nicht mal einen Preis. Hier. Danke. 99 Dollar. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, das ist nicht wirklich viel, aber jetzt wird's cool. Jetzt verkaufen wir nämlich das hier. Das verbogene Messer und das kann man eben nur verbiegen mit der Erde, die man da schürft in Seattle. Oder wo man das Loch gräbt. Oh, wow. Was für eine schöne silberne Skulptur. Die gehört in meine Kunstsammlung. Ja. Gucken, was es uns dafür gibt. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Hier. Danke. 1.500 Dollar. Okay. War nett, mit Ihnen Geschäft zu machen. Naja, ist jetzt auch nicht wirklich so viel. Aber ich denke, das ist wichtig, weil wenn man das natürlich mit dem Zack macht, dann ist es auf dem Zack seiner Cashcard. Und dann kann man das nicht mehr übertragen. Deswegen, ja, ist das die einzigste Möglichkeit. Jetzt nehmen wir aber noch mal kurz den Zack und gehen noch mal ganz kurz in die Wohnung zurück. Denn wir müssen da ja noch was machen mit dem Brot, habe ich ja vorher schon gesagt. Rasen wir noch mal zurück. Hi Annie. Hinterher wieder. 13. Straße. Und jetzt haben wir den Werkzeugkoffer und wir haben das Brot. Und jetzt müssen wir nämlich aus dem Brot noch ja, die Brotkrumen machen. Und das ist auch was, was ich so ja, nicht so ganz verstanden habe als Kind. Wahrscheinlich als amerikanisches Kind hätte man das verstanden. Denn in Amerika hat ja wohl jedes Haus anscheinend so einen Müllschlucker oder so einen Müllhäcksler im Ablauf. Und ja.
Das habe ich halt nicht gekannt, deswegen war für mich das irgendwie nicht so ganz verständlich, was ich da jetzt mit dem Brot machen soll. Und hier gibt es auch ein Death End, soweit ich weiß. Und zwar, wenn man das Brot jetzt durch den Müllschlucker jagt und vorher die Rohre nicht wegmacht, dann spült der natürlich die Brotkrumen weg und dann war's das. Und dann ist das Spiel rum. Dann kann man das Spiel nicht mehr gewinnen, weil man eben diese Brotkrumen braucht, um an einer bestimmten Stelle weiterzukommen. Deswegen benutzen wir jetzt mal den Schraubenschlüssel mit. Na, mit dem Schrank wird es wahrscheinlich nicht gehen, ne? Nee. Benutze Schraubenschlüssel mit Abflussrohr. Okay, das ist schon mal weg. Und jetzt können wir im Endeffekt benutze. Wo ist schon so gutes Brot? Trockenes Brot mit Spüle. Und jetzt schalten wir den Müllschlucker ein. So, sauber. Oh ja, ist gut. Tolles Geräusch. Sehr schön. Jetzt haben wir also auch die Brotkrumen. Und jetzt haben wir aus meiner Sicht eigentlich alles, was wir hier noch tun können. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich hätte eigentlich gehofft. Was hat er? Sieht gut aus. Ja, mit kaputter Spüle und so, aber okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass schon eine Rückmeldung vom Kings Club da ist. Ah, jetzt! Vorher war es nämlich noch leer. Benutze kleiner Schlüssel mit Briefkasten. Das ist gut, dann brauchen wir nämlich nicht nochmal wieder zurückfliegen. Nimm Brief. Es ist die The King Fanclub Karte. Wow, das ging schnell. Das ging wirklich schnell, ja. Gut. Ich glaube, dann sind wir hier jetzt mal durch. In San Francisco. Deswegen muss ich mir jetzt überlegen, was wir weiter tun und wohin wir jetzt fliegen. Aber ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Break. Haben wir schon wieder ein bisschen überzogen. Die 20 Minuten halten wir, glaube ich, nicht ein. Aber auch egal. Es macht einfach richtig Bock zu spielen und wenn die ganzen Erinnerungen noch zurückkommen, ja, ist umso schöner. Deswegen, aber wir machen jetzt hier einen Break und wir hören uns dann im dritten Teil wieder und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen und wo wir denn jetzt genau hinfliegen müssen. Muss ich mir noch überlegen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hatte riesig Spaß dabei. Wir hören uns dann im dritten Teil. Bleibt gesund, schaltet dann wieder ein, wenn es weitergeht und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann, euer Steffen von Return Future. Ciao.